Wir haben einen wunderschönen Sonntag draußen. Die Sonne scheint, es ist zwar knackig kalt, aber los geht's. Immer ein Fan davon, Sachen auszuprobieren, mich auszuprobieren und Sachen selber zu machen. So auch jetzt wieder bei meinem Bus oder mit meinem großen Projekt, dem Bus. Ich weiß noch gar nicht, wie ich die ganzen Videos in meinem Bus aufbauen werde. Auf jeden Fall werde ich so eine Art Mix aus einem Vlog zu meinem Bus machen und dann natürlich auch zum Innenausbau zu bestimmten Themen. Aber heute würde ich eigentlich eine erste kleine Story zu diesem Bus erzählen. Und zwar habe ich ihn schon sehr, sehr ambitioniert geputzt und mittlerweile kann man ihn von innen und auch von außen sich ganz gut angucken. Ich habe die ganzen alten Aufkleber entfernt von innen. Alles, was hinten im Kofferraum ist, ist auch mittlerweile schick, sodass er vorzeigbar ist und dass der Innenausbau starten kann. Aber es trug sich Folgendes zu, und zwar wollte ich ganz ambitioniert mit dem guten Stück in die Waschstraße fahren. Bei uns hier in Lüneburg, und dann wurde mir gesagt, oder ich wurde dann viel mehr abgelehnt, ich wusste nicht, dass es sowas gibt, dass mein Auto zu rostig sei. Und ich habe dies als Ansporn genommen, zu sagen, alles klar, da hatte ich sowieso den Plan, davon ab. Aber ich werde diesen Bus vom Rost so sehr schick machen und befreien, dass wenn ich das nächste Mal in der Waschstraße bin und ich nicht abgelehnt werde. Und darum soll der heutige Vlog sich auch drehen. Wir kümmern uns mal um ein, zwei Stellen zusammen am Bus mit dem Rost. Ich habe schon andere Stellen schon ein bisschen beseitigt, um einfach so ein bisschen Know-how oder ein bisschen Feeling dafür zu bekommen. Und ja, wir legen los. Es sind immer noch, mittlerweile noch, sind wir schon wieder 9 Grad, weil die Sonne ein bisschen auf den Bus scheint. Perfekte Kondition und es ist nicht allzu kalt. Let's go. Um die Tankdeckel-Section wieder schick zu machen, sind wir in die Werkstatt gegangen, weil es sich irgendwie anbietet. Das müssen wir jetzt nicht groß draußen machen, weil wir die Teile abgebaut bekommen. Und go! Das ist der Rost, den man nicht gesehen hat. Den werden wir runterschleifen und abmachen, dass wir das wieder ein bisschen schick machen. Und dasselbe dann hier, haben wir auch hier überall Rostpickel. Go! Während die Tankdeckelabdeckung jetzt mit Rostumwandler behandelt wurde und jetzt seine Magie tut, möchte ich aber noch einmal ein, zwei Sachen zu dieser Thematik sagen. Aber dafür gehen wir einmal wieder zurück zum Bus. Versteht mich nicht falsch bei der Aussage, dass ich mich um alle Roststellen kümmern möchte, damit ich in die Waschstraße fahren kann. Natürlich werde ich das machen, aber wenn ich mich um alle kosmetischen Stellen hier rund ums Auto kümmern würde, dann würde ich dieses Jahr, glaube ich, gar nicht losfahren, weil das einfach doch sehr, sehr viel ist. Ich kümmere mich um die Stellen, die wirklich schlimm sind, wo man einfach aufpassen muss, dass es nicht zu schlimm wird und dass man da präventiv agiert. Das ist der Grund, weil ich habe es so schön betitelt, als ich mich mit einem guten Freund unterhalten habe. Ich könnte auch an diesem Bus, in diesem Bus, um diesen Bus in Schönheit sterben. Und was ich eingangs schon sagte, dann würde ich dieses Jahr gar nicht losfahren. Wir haben sogar noch ein Ersatzteil bekommen, was noch bei mir im Briefkasten lag. Das werden wir jetzt direkt einmal aufmachen, weil das ist heute auch ein Punkt, den wir abarbeiten müssen. Dabei geht es um diese kleine Feder für unseren Tankdeckel. Die ist mir tatsächlich abhanden gekommen. Und dadurch fliegt mein Tankdeckel immer auf. Bei so ab 30 km/h. Und das ist, glaube ich, nicht so gut. Deswegen werden wir jetzt als erstes diese Feder wieder einsetzen, weil dann ist unser Tankdeckel wieder safe.
Ich habe noch nie an einem Auto, sagte ich ja eingangs, am Rost was getan. Und die Erfahrung, die ich dort an dem Auto mache, ist komplett neu. Ich habe mir kein Tutorial angeguckt. Ich hab mir nur durch Empfehlungen, durch Freunde dieses Wissen angeeignet und habe ehrlich gesagt einfach drauf losgelegt. Ein neuer Tag hat angefangen. Ich trinke gerade noch meinen Kaffee. Entschuldigt die unterschiedliche Soundqualität bei diesem Vlog, weil ich habe mein Ansteckmikrofon dem lieben Dennis ausgeliehen, weil der braucht das für ein paar Tage. Und jetzt ist es nur das Richtmikrofon, aber ich glaube, trinken kann ich auch nicht. Das tut es jetzt erstmal auch. Kriege ich eben noch meinen Kaffee aus und dann gehen wir los. Brauchen noch Primer, neue Farbdose, Schleifpapier. Ein anderer Punkt, den wir heute vielleicht gelöst bekommen, ist die Heckklappe. Weil das Ziel ist eigentlich, den Rost soweit heute fertig zu bekommen. Aber dafür müssen wir den Griff der Heckklappe aufbauen, woran ich gestern schon verzweifelt bin. Und ich habe gestern sogar noch meinen Freund Tom besucht. Der ist auch ziemlich gut dran verzweifelt. Also ja, das wird heute auch noch Thema sein. Also lasst uns nicht zu viel Zeit verschwenden. Wir düsen los. Wir haben alles beisammen. Auf nach Hause und los geht's in den Tag. Ich möchte euch einfach an diesem Weg, auch den Weg des Rostes, den diesen zu bekämpfen, teilhaben lassen. Und deswegen zeige ich euch Ausschnitte davon, aber ich bin weit davon entfernt, euch dort etwas beizubringen, sondern bin eher dabei, mir selber etwas beizubringen, am Bus zu arbeiten und bin offen für eure Tipps, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Erfahrungen habt oder auch für einen Austausch in den Kommentaren. Ich komme jetzt gerade aus der Werkstatt. Ich war jetzt gerade eine Stunde bei einer empfohlenen Schrauberwerkstatt und Leute, ich habe gute Nachrichten. Mach mal mit. Das Ding ist draußen, heißt, wir können damit über dem Rost weitermachen. So, wir sind wieder drinnen. Sehen aus wie Schwein, aber ich würde alles im Allen sagen, ich stelle mal eben hin. War es ein erfolgreicher Tag. Ich bin jetzt noch zum Kaffeetrinken verabredet. Heißt, ich muss mich einmal umziehen, einmal frisch machen, weil in den Klamotten schwierig. Und ich würde sagen, das war's von diesem zweitägigen Vlog. Ich weiß, wir haben nicht alles geschafft. Wir haben nicht geschafft, die Seitenblenden abzubauen. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass wir es geschafft haben, die Heckklappenklappe auszubauen oder auszubauen lassen, ist ein großer Erfolg und hat mich so sehr motiviert. Dann würde ich jetzt nicht Kaffee trinken, dann würde ich jetzt noch weitermachen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Busumbau-Vlog wieder. Ciao! Und wenn ihr den nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da und like das Video.